Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Olivia. Heute sprechen wir über den Unterschied zwischen ein Paar und ein Paar. Astăzi vorbim despre diferența dintre ein Paar și ein Paar. Die Aussprache ist gleich, aber man schreibt sie unterschiedlich. Pronunția este aceeași, dar se scriu diferit. Wir fangen mit einem Beispiel an. Na, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Nein, nur ein paar, noch nicht alle. Ah, was denn? Mein Bruder bekommt ein paar Hausschuhe. Er hat mir letztes Jahr ein paar Socken geschenkt. Was macht eigentlich seine Freundin? Wie geht's ihr? Ah, sie sind leider kein Paar mehr. Sie haben sich getrennt. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch schon ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft. In ein paar Tagen gehe ich aber mit ein paar Freundinnen einkaufen und werde ein paar weitere Geschenke kaufen. Habt ihr den Unterschied vielleicht selber erkannt? Ați recunoscut poate voi diferența? Schaut euch jetzt das Beispiel nochmal an. Mai uitați-vă încă o dată la exemplu. Unüberlegt, ob ihr vielleicht selber den Unterschied erkennt. Și gândiți-vă dacă poate vă dați voi singur seama care este diferența. Wir fangen mit dieser Variante an. Ein Paar, Paar ist groß geschrieben. Das bedeutet, es ist ein Substantiv. Es ist das Paar, die Paare. Ein Paar, scris cu litera mare, vine de la Paar, care este un Substantiv. Das Paar, Perechea. Die Paare, Perechile. Ein Paar, groß geschrieben, sind zwei Sachen, die zusammengehören. Oder zwei Menschen. Ein Paar, kleingeschrieben, bedeutet einige. Ein Paar, scris cu litera mică, înseamnă câțiva, câteva. Also eine unbestimmte Anzahl an Sachen. Zum Beispiel. Deci, un număr nedeterminat de obiecte, de exemplu. Ist der Unterschied klar? Este diferența clară? Hier sind noch ein paar Beispiele für euch. Aici sunt încă câteva exemple pentru voi. Ein paar Beispiele. Es könnten drei sein, es könnten vier sein, es könnten fünf sein. Man weiß es nicht. Po să fie trei. Po să fie patru, po să fie cinci. In ein paar Wochen, în câteva săptămâni. Ein paar Bücher, câteva cărți. Ein glückliches Paar. O pereche, un cuplu fericit. Ein Ehepaar. Un cuplu căsătorit, deci soțul și soția, ca și pereche. Ein paar Ohrringe. O pereche de cercei. Atenție, există și varianta scrisă cu literă mică, dar atunci nu mai se referă la cei doi cercei care se potrivesc unul cu celălalt, cercei ca și pereche, ci la un număr nedefinit de cercei. Ein paar Schuhe, o pereche de papuci. Und jetzt eine kleine Übung für euch. Și acum un mic exercițiu pentru voi. Bildet jeweils einen Satz mit ein paar kleingeschrieben und ein paar großgeschrieben. Alcătuiți câte o propoziție cu ein paar și ein paar. Odată scris cu literă mică, odată scris cu literă mare. Și scrieți, vă rog, în comentarii, astfel voi vedea dacă ați înțeles diferența. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!